Unser Wort ist Gesetz, wir setzen die Trends. Pyros sind überall, das kriegt jeder mit. Kane. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nicht die beste Qualität, aber das Video ist wirklich, wirklich spontan und wir haben hier einfach den allerersten Feuerwerksprospekt 2018-19. Das ist echt krass. Der erste ist schon draußen und ich werde hier auch das Prospekt-Review direkt dazu machen. Musste einfach so spontan sein, weil ich habe jetzt keine Zeit, das irgendwie länger zu machen, den ersten Prospekt so früh wie möglich rauszubringen. Den Link hier habe ich vom Feuerwerkforum. Gartenmöbel bei Marco hat hier schon den allerersten Prospekt veröffentlicht. Marco. Ja. Fangen wir gleich mal an. Haben wir hier Wunderkerzen für 60 Cent, super lang, kostet meistens 1 Euro, geht eigentlich, aber wirklich empfehlenswert nun auch nicht. Dann haben wir Nico Knallfrösche für 80 Cent. Nette, winzige Knallfrösche, sind wirklich klein und naja, viel kann man da auch nicht erwarten. Richtig rumhüpfen tun die auch nicht. Dann haben wir Knallerbsen für 1 Euro und einen Blister. Naja, 2x10er Packungen würde ich nicht kaufen. Dann haben wir hier römische Lichter 1,80. 30 Sekunden Brenndauer, 12 Meter, 15 Schuss. Für 3 Stück etwas teuer, meiner Meinung nach. Kann man sich eher bei Jawohl so ein paar mehr Rülis holen. Falls es die dieses Jahr wieder gibt. Und dann haben wir für 1,99 Nico Turbowirbel. Das sind einfach nur 2 Turbowirbel. Soweit ich das hier sehe. Für 1,99 finde ich das relativ teuer sogar. 1 Euro pro Vogel ist schon ordentlich. Kann man sich irgendwie bei McGuides. Gab es ja letztes Jahr 4 Stück für 1,50. Weco Feuervögel sind halt so ähnlich. Kann man sich da kaufen, wenn es sie dieses Jahr wieder da gibt. Übrigens ja alles von Nico. Dann haben wir die Lady Cracker 400er für 1,90. Ist okay. Gar nicht mal schlecht. Dann haben wir Zündlichter. 4 Stück für 2,40. Immer ganz nett. Braucht man kein Feuerzeug. Dann ein Nico Goldvulkan für 2,90. Das ist ein ganz schöner Goldvulkan. Habe ich mir auch schon mal angeguckt. Echt, echt nett. Für 2,90 kann man sich den mitnehmen, finde ich. Dann Nico Wunschrakete. Ich glaube, das ist eine Neuheit. Also, so habe ich die noch nie gesehen, die Nico-Wunschraketen. Für 3,29 finde ich die deutlich zu teuer. Der Effekt ist jetzt nicht so geil, dass es über 3 Euro kostet für eine Wunschrakete. Meiner Meinung nach deutlich zu teuer. Gibt es ja für 1,99 bei Kaufland oder so. Beziehungsweise gab es da letztes Jahr eine Wunschrakete von Vego. Nehmt euch dann einfach die mit. Jo. Dann haben wir hier noch super lange Wunderkerzen. 1 Meter 3 Stück. Kriegt man für 1,99 bei Lidl. Und 5 Stück sogar. Aber von Vego. Und dann haben wir Fuse Connector, eine Zündanlage für 3,20. Dann haben wir nochmal römische Lichter, 3,50 für. Steht gar nicht drauf, wie viele römische Lichter hier drin sind. Sieht auf jeden Fall so aus, als wären da 2x6 drin. Das heißt, 12 römische Lichter von Nico sind ja gar nicht mal so schlecht. Sind eigentlich ganz gut. Für 3,49 kann man sich die mal mitnehmen. Dann haben wir das Pyro Pack. Da sind ein paar ganz geile Sachen drin. Gibt es ja, glaube ich, auch bei Müller, beziehungsweise gab es letztes Jahr, wenn ich mich da richtig erinnere. Da sind D-Böller, B-Böller, A-Böller und Pyro-Cracker drin. Also gar nicht mal so große Böller, gar keine Super-Böller. Für 3,90 würde ich mir das schon zweimal überlegen. Dann haben wir hier Feuertonne, eine nette Fontänenbatterie, aber 5 Euro würde ich dafür nicht zahlen. Dann haben wir Knatterbälle für 3,90 Euro von Nico, so ein 25er-Pack Fireballs. Sind ganz nett, aber 3,90 Euro, ja, für Jugendfeuerwerk kann man besser investieren auf jeden Fall. Kann man sich fast eine Hellboy oder eine Alligator von kaufen bei Lidl. Und dann haben wir hier Bombenrohr groß von Nico. Das ist einfach so ein Single-Shot-Rohr quasi. Und für 3,90 Euro finde ich das zu teuer für 5 Schüsse. Schon teuer. Dann haben wir hier die Spirit Sun für 4,19. Richtig, richtig geile Sonne, auch mit Verwandlungen. 50 Sekunden, also vielen Verwandlungen. 5 Stück sind es, glaube ich. Für 4,19 etwas teuer, aber eine richtig, richtig schöne Sonne. Also die kann man sich wirklich kaufen.
Dann haben wir hier die Rhino für 5,90 €, richtig geile Billigbatterie. Gibt es ja auch unter dem Namen Mephisto's Fire für 3,99 € bei Norma. Da würde ich mir auf jeden Fall damit nehmen für 5,90 €. Ist meiner Meinung nach grenzwertig, aber kann man immer noch machen. Dann haben wir hier Riesen Kinderspaß für 4,90 €. Sind ein paar Jugendfeuerwerksartikel. Ja, ist jetzt nicht das allerbeste. Sind halt Knallerbsen und Wunderkerzen auch noch dabei. Für 5 € ist das zu teuer. Kann man sich für 5 € eher das Pyro Superstars bei Aldi holen, das da letztes Jahr gab. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr wieder da ist, aber ich gehe mal davon aus. Dann 500er Knallhetze für 5 € ist Standardpreis eigentlich, aber meiner Meinung nach ein bisschen teuer. Dann haben wir Partyhits, ein bisschen Tischfeuerwerk für 5 € zu teuer. Ist bei Aldi 1 € günstiger, glaube ich. Also wenn es ja dieses Jahr wieder noch ist. Dann haben wir hier Torpedo, das ist so ein Rüli-Rohr. Und für 4,90 € ist mir das ein bisschen zu teuer. Ist bei Aldi günstiger, zum Beispiel Böser Chef für 2 € geht. Geht auf jeden Fall klar. Dann haben wir hier noch 3 Nico Lightfack-Raketen namens Rocket Strike für 5,59 €. Gehen die eigentlich, sind schöne Raketen, aber nur für diesen Ausstieg würde ich da jetzt nicht 5,60 € bezahlen. Ist mir ein bisschen zu teuer. Ja. Dann haben wir 10 große Kanonenschläge von Nico. Für 3,90 €. Gehen die eigentlich total. Der Knall ist gar nicht mal so schlecht. Die Verarbeitung, naja. Aber sehen auf jeden Fall cool aus. Packung ist auch relativ groß eigentlich. Sie sind auch ziemlich groß. Für 3,90 € kann man sich die auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Und da haben wir hier noch China-Waller D von Nico. Für 8 € der Schinken ist das ein bisschen teuer, meiner Meinung nach. Kriegt man auf jeden Fall bei Hagebaumarkt günstiger. Dann haben wir hier Kanonschlag von Nico. 10 Stück für 7,20 €. Deutlich zu teuer, meiner Meinung nach. Für Nico Kubis sieht man ja eher selten Nico Kubis, aber ist schon teuer. Und dann haben wir was richtig Geiles. The King von Fire Event für 6,49 €. Ja, das ist ein guter Preis. Kann man mitnehmen, würde ich sagen. Sind ja gar nicht mal schlecht. War noch eine Zeit lang lauteste Böller in Deutschland. Dann haben wir hier das Rush. The Rush, glaube ich. Oder Rush The. Keine Ahnung. Für 8 € fast. Sind da nur 5 Raketen drin. Ein paar römische Lichter, Fontänen und Böller. Kleinkram halt. Auch Knallerbsen, also für 8 € deutlich zu teuer, nehmt euch dann lieber für 7,77 € das Fire Fantasy bei Lidl mit. Dann haben wir hier Big Ben für 8 € eine 16-Schuss-Batterie, meiner Meinung nach nicht so schön, würde ich eher nicht kaufen, gefällt mir nicht für den Preis. Dann haben wir I Love Unicorns, 4er Fontänen-Batterie für 10,90 €, deutlich zu teuer, meiner Meinung nach, also für so eine schwache Fontäne da würde ich niemals 10,90 € bezahlen. Nur weil da so ein Einhorn drauf ist und Einhorn-Effekt angeblich sein soll. Ja, Nico hat ja so eine Einhorn-Reihe. Würde ich auf jeden Fall nicht kaufen. Dann haben wir hier noch Powerbank für 10 €. Das ist auch zu teuer. Meiner Meinung nach sind zwar ein paar Sachen dabei, aber nicht wirklich richtig gute Sachen. Ja, für den Preis kann man sich auf jeden Fall andere Batterien holen. Zum Beispiel die Titania von Lidl. Finde ich deutlich besser als hier so ein paar mickrige Batterien da drin. Ist ja oft so bei solchen Sortimenten, dass die nicht so gut sind. Dann haben wir hier Simply Gold von Nico. Die gefallen mir auch nicht wirklich gut, die Raketen. Sind auch nur 5 Stück in der Packung für 10 €, 1 € teurer als bei Lidl. Würde ich auf jeden Fall bei Lidl die Goldraketen mitnehmen, wenn es die da nicht gibt. Bei Kaufland oder bei B1 Baumarkt. Dann haben wir hier Hamsterkauf für 12,99 € sind da 7 Raketen drin. Und ich finde, für den Preis ist das nicht gerechtfertigt. Da sind auch Pirouette drin, ein paar Superböller, ein paar Pyrocracker, Knallmatten, wenn ich das da richtig sehe, oder Mini-Knaller. Mini-Knaller von Nico sieht man ja eher selten. Ein paar Fontänen, bisschen Knallerbsen für 13 €. Zu teuer, meiner Meinung nach. Da kann man sich andere Sortimente wirklich besser holen. Dann haben wir hier Ladies Night 36 Schuss, ne, von eine Fächerbatterie. Mit 18 mm Kaliber, 36 Schuss, 16 €, naja, ist etwas teuer, meiner Meinung nach. Holt man sich da lieber die Black Eyes, hat man ein paar mehr Schuss und gibt aber auch ein bisschen mehr aus. Aber für 49 € kann man sich eher die Fächerbatterie holen, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier die Nico Pedes. Das ist eine richtig, richtig geile Batterie. Aber 15,90 € ist schon etwas teuer, würde ich mir zweimal überlegen. Aber die Batterie hat wirklich einen unglaublich geilen Effekt. Ich finde, man kann die mitnehmen. Hat auch 30 mm Kaliber.
ja, dann haben wir hier die Kapstadt für auch 16 Euro. Da würde ich mir ganz ehrlich lieber die Hades mitnehmen. Die finde ich gar nicht mal so schön, die Kapstadt. Dann haben wir hier ein Raketensortiment, Familiensortiment für 16 Euro, das Takeaway. Das finde ich deutlich überteuert. Naja, sind ein paar Raketen drin, insgesamt 9 und dann ein paar Rollies und ein paar Böller. Ja, 16 Euro würde ich dafür nicht bezahlen. Da könnt ihr euch schon eine gute Batterie davon holen. Dann haben wir hier die Firewheel Batterie. Die ist eigentlich ganz nett. Für 16 Euro würde ich mir ganz ehrlich lieber die hier holen, statt dieses Set darüber. Weil diese Firewall Batterie finde ich eigentlich deutlich besser als das Set. Und für den Preis von der Firewall würde ich mir die wirklich kaufen. Also für 6 geht das total. Es geht wirklich. Kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Die 36 Schuss sind da gut investiert. Dann haben wir die Amsterdam für 18 Euro 19 Schuss Batterie. Naja, ist halt die Elysium, glaube ich, vom Lidl. Bloß ein paar Schuss mehr, so rechteckig angeordnet. Soll ja dieses Jahr auch eine Neuheit sein. Für 17,90 Euro. Ah, war das die Elysium? Wenn das die Elysium vom Lidl ist, dann verstehe ich den Preis gar nicht. Sind aber auch 30 mm. Ich glaube, das waren nur Feuertöpfe. Also wenn das wirklich das war, was ich in Erinnerung habe hier, dann geht das gar nicht. Es ist deutlich, deutlich zu teuer für nur Feuertöpfe. Aber wenn ihr auch einen Zerleger hat, naja, sind halt fast ein Euro pro Schuss. Würde ich mir dann nochmal das Effekt wieder anschauen. Dann haben wir hier die Performer. Das sollte auch eine Neuheit dieses Jahr sein für 22 Euro. Okay, aber nicht wirklich empfehlenswert. 30 mm Kaliber am Ende. Ist eine schöne Batterie. Kann man auch als finale Batterie benutzen, aber 22 Euro, naja. Dann haben wir hier die Paris 30 Schuss für 25 Euro. Ziemlich, ziemlich teuer, aber sieht auch ziemlich schön aus, der Effekt. Mir gefällt der, würde ich aber trotzdem nicht mitnehmen. Dann haben wir hier die Tollhaus 3er Verbundsbatterie mit 230 Schuss für 27 Euro. Sieht man schon, 230 Schuss für 27 Euro, kann nicht gut sein. Viele kleinere Zerleger und Kometen und Heuler da drin. Also wirklich nicht gut. Dann haben wir ein Raketensortiment Rocket World für 25 Euro. Sind da 25 Raketen drin, wenn ich das hier richtig gezählt habe. Ja, 1 Euro pro Rakete geht, aber ist auch nicht so wirklich das Beste. Dann haben wir hier Hydra für 20 Euro, 25 Schuss. Ja, die finde ich gar nicht mal so geil. Also, ja, 20 Euro, 25 Schuss ist ja Preis und Schussverhältnis wie die Mr. Hyde von Weco. Und für 20 Euro hat die mir auch nicht gefallen und die hier eigentlich auch nicht, die Hydra. Würde ich eher von abraten. Dann haben wir die Penthouse 25 Schuss für 27 Euro. Fächerbatterie ziemlich, ziemlich teuer. Es ist mehr als 1 Euro pro Schuss. Überlegt euch das mal. Das ist ziemlich, ziemlich teuer. Und ja, für den Preis kann man definitiv was anderes kaufen. Dann haben wir hier die Seismic Wave für 27 Euro. 68 Schuss Batterie würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Sind halt nicht so riesige Zerleger dabei. 20 mm Kaliber auch nur. Ja. Kann man auch nicht das allerbeste erwarten. Also teilweise 20 mm. Nicht das Ganze, aber richtig, richtig krass geht die jetzt auch nicht ab, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier die Fabulous Mix Familiensortiment für 28,90 Euro. Deutlich zu teuer. Sind zu wenig Raketen für den Preis drin und zu viel Kleinkram. Und ja, geht wirklich gar nicht. Auf jeden Fall nicht kaufen. Für 30 Euro kauft ihr da was anderes. Dann haben wir hier eine 99 Schuss Batterie für 30 Euro mit 19 mm Kaliber. Sind nette kleine Zerleger, nicht die größten. 19 mm kann man auch nicht so viel erwarten. Aber 30 Euro bezahlt ihr dafür bitte nicht. Finde ich zu teuer. Dann haben wir hier noch als letztes Casablanca Verbund für 80 Euro, 122 Schuss. Der hat mir wirklich gut gefallen, aber 80 Euro, naja, so super hat er mir nun auch nicht gefallen. Da finde ich, kann man eher für 60 Euro, 20 Euro weniger, die Pure Magic von Lidl mitnehmen. Die haut da ordentlich was raus und die gefällt mir auch für den Preis dann eindeutig besser. Und dann gibt es hier noch Umweltgelaber, bla bla bla. So, und das war's auch schon mit dem Prospekt von Gartenbügel bei Marco. Ja, diesen Prospekt fand ich jetzt nicht wirklich gut. Schöne Sachen waren da jetzt dabei, aber auch nicht so das Gelbe vom Ei. Falls ihr den hier habt, könnt ihr gerne mal hinfahren mit der Einkaufstour. Und ja,
Ja, soll ich noch dazu sagen? Keine Ahnung. Kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen bei dem Laden. Und dann würde ich sagen, seid aufs nächste Prospekt gespannt. Die werden bald folgen. Einige meinen, dass sie schon den Lidl-Prospekt haben. Weiß man nicht, sind Gerüchte. Ja. Dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.